Schönen guten Tag, Frau Schmidt. Herr Schmidt, es freut mich, dass Sie den Weg in unsere Praxis gefunden haben. Ich kann Ihnen versichern, bei uns sind Sie in besten Händen, denn wir verstehen unser Werk sehr gut auf Partnerschaftsprobleme und deren Bewältigung. Es sollte uns allen klar sein hier im Raum, dass Partnerschaftsprobleme nur gemeinsam gelöst werden können von beiden Seiten. Aber zuallererst würde ich Sie einfach mal darum bitten, positive Seiten Ihrer Partnerschaft offenzulegen. Am besten, Sie beginnen einfach mal mit Ihrem ersten Kennenlernen. Ja, unsere erste Begegnung, unser erstes Date, super romantisch, Sonnenuntergang auf einer Wiese. Tja, dann hat sich das allerdings in eine andere Richtung entwickelt, als ich dachte. Mit seinen Bemerkungen war es da ein bisschen unromantisch gewesen, aber... Du brauchst gar nicht mit den Augen rollen. Das ist wunderschön. Naja, wenn man bedenkt, es ist gewusst, dass das eigentlich ja alles nur die ganzen Abgase und der ganze Staub ist, der halt von der Sonne bestrahlt wird und dann einfach so schön rot erscheint. Ernsthaft? Ja. Wirklich jetzt? Ja, das ist tatsächlich nur Dreck. Ja, ich verstehe. Ich verstehe Ihre Probleme vollkommen, Frau Schmidt. In so einer Situation wünschen Sie sich natürlich persönlichere Worte von Ihrem Mann. Ja, natürlich. Doch, Sie sollten auch bedenken, was diese Szene über Ihren Gatten aussagt. Und zwar, dass er ein sehr umweltbewusster und naturnaher Mensch ist. Und das ist doch durchaus eine sehr liebenswerte Eigenschaft von ihm. Wissen Sie, wenn es wenigstens nur das erste Date gewesen wäre... Aber ich habe schon jahrelang diesen Kinderwunsch und er kann ihn mir einfach nicht erfüllen. Oder er will ihn mir nicht erfüllen. Ja, Kinder sind ein wahrer Segen. Aber was Ihr Gatte sicherlich meint, ist, dass Kinder nicht geeignet sind, eine kaputte Beziehung zu kitten. Denken Sie nur daran, wie schwierig sich Kinder in ihren Alltag integrieren lassen. In ihren hektischen Alltag vor allem. Ich schlafe rein, wenn ich hier stehe. Auf euch bitte ein. Schubusen. Genau, nee, wir können heute nicht kommen. Nein, die Cheyenne will einfach nicht einschlafen. Genau, wir sehen uns dann einen anderen Tag. No. Bis bald. Tschüss. Und wo wir gerade mal bei Alltag sind, ne? Ich habe schön mich abends hingestellt, für den Herrn lecker Essen gekocht. Ich klebe ihm sogar noch abends, bevor ich ins Bett gehe, Zettel an Kühlschrank, Zahnputzbecher, damit er es auch ja nicht vergisst. Ich gehe früh die Treppe runter, da steht das Essen da, hat der Herr das wieder nicht mitgenommen. Also sag mal, wozu koche ich dir überhaupt irgendetwas? Das ist... Nee, fehlen mir die Worte. Sehen Sie doch seine Vergesslichkeit als eine Chance für Sie an. Überlegen Sie doch mal, wie können Sie seine Unart für Ihre Zwecke nutzen? Wollen wir mal reingucken? Schauen wir mal. In das Grauen? Oh Gott. Ganz ehrlich, das sieht er tagtäglich an. Ernst? Sowas? Ja,
Wirklich. So, und... Nee, was ist denn das? Ach, komm. Ja, komm weg. Aber das geht ja weiter. Ja, natürlich. Das ist doch... Mal so... Ja, komm rein hier. Das ist... Aber... Geht gar nicht. Das ist auch... Pass mal auf. Guck mal, wenn ich hier reingucke oben. Ne? Kinderarbeit. Das... Ja, es ist auch Billigware. Also, da fühlt man sich nicht wohl. Ja. Das... Ernsthaft, also... Ich gebe dir einen Tipp. Ja? Ja, bitte. Also, pass mal auf. Guck mal. So. So. Okay. Und wir gehen einfach mal shoppen. Okay. Aber mir wird es auffallen, wenn jemand meine ganzen Klamotten... Dir? Ja. Ja. Mein Mann doch nicht. Also der ist so vergesslich, der kriegt nie was mit. Also das ist gar kein Problem. Ja, können wir das mal machen. Ja. Wir bestücken das mal neu. Kann ich mich entfalten? Genau. Das ist schön. Und wissen Sie, was wirklich eklig ist? Dass der ständig, aber wirklich ständig im Stehen pinkeln muss. Das ist so widerlich, wenn ich immer diese gelben Flecken wegmachen muss. Du machst es ja nicht, es bleibt immer an mir hängen. Und es ist so ekelhaft. Kannst du dich nicht einfach mal hinsetzen? Es ist so schwer. Gute Frau, meinen Sie nicht, dass das eine noch viel größere Schweinerei ergeben würde? Stellen Sie sich doch mal vor, Ihr Mann würde immer und überall sich hinsetzen zum Pinkeln. Das wird doch in die Hose gehen. Und wie meistern Sie denn so Ihren Alltag? Ja, wie soll man den meistern? Der Haushalt bleibt an mir hängen. Er kommt nach Hause, setzt sich auf die Couch. Ja, brauchst gar nicht diskutieren, es ist einfach so. Jedes Mal muss ich das alles alleine aufräumen. Da muss ich Sie allerdings fragen, tun Sie sich wirklich einen Gefallen damit, wenn Ihr Mann Ihnen hilft? Denken Sie an seine zwei linken Hände, wollen Sie wirklich, dass er das gute Meißner Porzellan von der Oma zerdeppert oder auf einmal ihre Lieblingssachen irgendwo hinräumt, wo sie sie nie mehr finden? Ich glaube doch wohl nicht. Scheiße! Aber wissen Sie, was wirklich belastend ist? Jedes Mal kommt er zu spät, frühmittags und unterabends. Das ist jetzt eigenartig. Die meisten Männer, die hier sitzen, kommen eigentlich zu früh. Wollen Sie etwa so einen Mann haben? Ja. Oh, ich komme. Nein, nein, noch nicht, noch nicht. Nein, nein. Oh, nö. Ist das jetzt? Oh ja. So, ich glaube, wir haben langsam unser Ziel erreicht für heute. Ich bedanke mich für Ihre Offenheit, vor allem Ihnen, Herr Schmidt, danke ich dafür, dass Sie so gut mitgearbeitet haben und so viel Verständnis für Ihre Frau gezeigt haben. Ihnen, Frau Schmidt, würde ich einfach mal raten, nehmen Sie sich ein Beispiel an Ihrem Mann. Werden Sie etwas ruhiger, nehmen Sie sich nicht so viel zu Herzen und schrauben Sie einfach Ihre etwas hohen Erwartungen zurück. Denn Sie wissen doch, nur wer nichts erwartet, kann auch nicht enttäuscht werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schmidt, dass Sie die Zeit hatten. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Brinkmann. Sie haben mir sehr weitergeholfen. Immer doch gerne. Gut. Tschüss, mein Schatz. Ja, wir sehen uns dann heute Abend. Ne? Genau. Ich habe den Termin dann noch. Okay. Bis später dann. Bis später. Tschüss. Na, das hat doch super geklappt, Axel. Kann ich mich auch gleich remangieren jetzt? Also? Ja, das brauchen wir, glaube ich. Ah ja. Okay. Sehen wir mal. Bis dann.
Schönen guten Tag, Frau Brinkmann, Herr Brinkmann. Schön, dass Sie den Weg zu uns in die Praxis gefunden haben. Sie sind bei uns natürlich in guten Händen. Action. Scheiße. Action. Sehen Sie doch seine Vergesslichkeit. Oh, Axel. Was zum Thema sind die Handys auch? Haben wir irgendwo Klebeband drin? Was eklig ist, dass der immer im Stillen pinkeln muss. Das ist so eklig und ich muss diese gelben Spritzer dann immer wegmachen, hör auf zu lachen. Und wissen Sie, was wirklich widerlich ist? Dass der... Oh, jetzt wird Wurmchen, oh. Oder? Aber oh, gute Frage. Ich habe noch nie Action gesagt, mein Lieber. Ich dachte, das kommt nie. Es hat sie noch geraschelt. Hallo? Es geht mir auf die Ketten, ehrlich. Schön, wenn man noch lachen kann. Wie? Nee. Kommt zu spät. Die meisten. Nee, Quatsch. Tut's was, warum fragst du einfach zwischen rein? Und? Sag's doch einfach. Wenn ja, Action. Vielen Dank. Was?